Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem kleinen Reaction-Video ohne Fursuit, aber Süd ist trotzdem hier. Ja, ihr hört die Hintergrundmusik schon, ihr seht es im Titel, es geht um Encanto, ein sehr guter Disney-Film, den ich vor kurzem zum zweiten Mal geschaut habe und es ihm beim zweiten Mal so richtig appreciaten konnte. Die Musik fand ich schon immer geil, aber die Story habe ich erst so beim zweiten Mal so richtig wertschätzen gelernt. Und gestern Abend, also am Freitag, wo ich eigentlich mal wieder ein bisschen früher Feierabend hatte, konnte ich mal wieder spazieren gehen, als es noch hell war. Und während ich spazieren gegangen bin, habe ich mir alle Songs von Encanto, einmal in Deutsch und einmal in Englisch, angehört. Und ich habe dieses Video, was wir heute gucken, schon jetzt mit heute Morgen, also Samstagmorgen, schon dreimal geschaut. Und ich dachte mir, ey, ich habe Bock, mich diesem Video anzunehmen und vor allem auch meine Meinung zu diesen Songs kundzutun. Deutsch, Englisch ein bisschen zu vergleichen und generell so ein bisschen auf die Songs einzugehen, weil die Musik von diesem Film einfach der absolute Wahnsinn ist und vor allem das Instrumental, was ihr gerade hört von We Don't Talk About Bruno. Ich kann den Namen echt nicht gut kolumbisch aussprechen, das tut mir leid. Aber ja, auf jeden Fall, wir gönnen uns heute das Video, reden ein bisschen über die Musik und ich würde sagen, bevor ich viel zu lange wieder um den heißen Brei herumrede, das waren jetzt nämlich schon wieder fast 1,5 Minuten, wechseln wir in die andere Szene und fangen an mit diesem wunderbaren Video von Dead Boy Walking, aka Mick, aka Dark Victory, der damals übrigens, ich glaube, man kennt ihn nur für Tube Clash, was ein bisschen sad ist, weil ich den Boy, glaube ich, schon seit 2011 oder 12 verfolge, seine ultra alten Casting-Parodien noch kenne und deshalb finde ich es cool, dass er immer noch Content macht und dass er es vor allem sogar ein Content macht. Und wir gucken uns das mal an und ich werde meine Meinung dazu geben, ich werde sagen, wie geil das Video ist und ja, lass uns anfangen. Vielleicht kennt ihr noch mein Video zur Übersetzung von Frozen, Let It Go. Ja, da hat er ein bisschen gehatet. Raus, der neue Disney-Musical-Film und wir schauen uns gemeinsam die deutschen Übersetzungen ich hab Bock, an und sehen, darüber zu reden. Dazu vergleichen wir im Schnelldurchlauf jeden Song Deutsch mit Englisch und schauen, wer gewinnt, die deutsche Version oder die englische Version, um nachher herauszufinden, welche Version ist besser, die deutsche Gönnung. Version oder die Originalversion. Ich bin Mick, das ist Dead Boy Walking, hier geht's um Musicals aller Art, Tanze beim Abonniert ihn und guckt seine Videos, fucking geiler Content, I love it. Ihre High School Musical, Glee, whatever. Ich meine, das trifft halt auch genau meinen Geschmack. Wenn euch das gefällt, aktiviert die Glocke und los geht's, Leute. Ich wollte noch gerade irgendwas sagen, ich wollte gerade noch irgendwas einwerfen, was ich jetzt aber wieder komplett vergessen habe, weil mein Hirn scheiße ist. Vielleicht kommt's nochmal. Incredible Research. Genau, ich habe das Video nämlich basically heute Morgen, also ich nehme das am Samstag gerade auf, heute Morgen schon mal geschaut im Bett und habe dann auch so überlegt, hey, yo, welche Songs finde ich eigentlich besser, weil ich habe das Video, wie gesagt, davor schon zweimal geschaut und habe gedacht, ey, ist nice und habe mir aber selber nicht wirklich so eine Meinung zu gemacht, weil ich die Songs hauptsächlich auf Englisch gehört habe. Und jetzt heute Morgen, nachdem ich eben gestern spazieren war, habe ich mir wirklich überlegt, ey, yo, was finde ich eigentlich nice und warum? Und das möchte ich heute mit euch teilen. Ich hätte auch ein eigenes Video machen können, aber React-Video machen ist einfacher, weil er hat jetzt schon den ganzen Content mit drin. Encanto hat Musik von der Musical-Legende Lin-Manuel Miranda, der groß geworden ist durch In the Heights und dann absoluten Welterfolg erlangt hat durch Hamilton. Everybody knows Hamilton. Ich muss mich jetzt hier gerade mal outen, dass ich in den letzten Jahren musicalmäßig echt ein bisschen auf einem Hiatus war. Ich habe In the Heights nicht gesehen, ich habe Hamilton weder original noch irgendwie den Film gesehen, den es ja auf Disney Plus sogar kostenlos zur Verfügung gibt. Ich habe Dear Evan Hansen nicht gesehen, ich bin gerade so ein bisschen auf einem Musical-Hiatus. Ich gehe tatsächlich Februar, gehe ich auf The Rocky Musical nach Stuttgart, es geht wieder ein bisschen los und ich habe unglaublich Bock auf dieses Wicked und auf das Frozen Musical in Hamburg. Dieses Jahr wird so ein bisschen mein Musical-Jahr, hoffe ich, ich muss echt vieles nachholen. Ich habe letztes Cinderella habe ich gesehen. Das hat mir gefallen, das war ein cooler Musical-Film. Hat er auch ein Video zu gemacht, guckt euch das auch an. So, okay, lass weitermachen. Überall beteiligt, wenn es um Musicals geht. Sony's Vivo, Disney's Vaiana, Disney's Mary Poppins Returns. Tick, Tick, Boom hat er Regie geführt. Habe ich alle, also Vaiana war das Einzige, was ich gesehen habe. Er schreibt unglaublich gut, er hat einen sehr eigenen, markanten Style, der meines Erachtens auch sehr schwer ins Deutsch übertragbar ist. Vaianas deutsche Übersetzung war eine Vollkatastrophe. Wenn ihr dazu nochmal ein Video sehen wollt, schreibt gerne in die Kommentare, dann kann ich mich gerne auch noch do it. Aber wer stellt sich im Deutschen jetzt diese Aufgabe? Es ist nicht wie bisher Tommy Amper, der auch Let It Go, Frozen im General und Vaiana versaut hat in der deutschen Übersetzung, denn man hat sich bei Disney Deutschland diesmal 3 Übersetzer für die deutschen Liedtexte geholt und das macht schon mal Hoffnung, dass man aus seinen alten Fehlern lernt, nicht wieder Tommy Amper, nachdem er so viel deutsche Übersetzung schon versaut hat, wiederholt, sondern sich auf ein neues Team einlässt. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich halt auch einfach seine Arbeit so cool finde, wie viel Recherche er auch in die ganzen Sachen steckt. Ich feiere das übel hart. Ich bin so, dass es so einen deutschen Kanal gibt, der sich so mit diesem Musical-Content beschäftigt. Ich liebe das.
Musikalische Leitung. Ich fanboy gerade ein bisschen sehr und es tut mir nicht leid. Christopher Noth und Leonard Malig übernommen. Christopher Noth hat auch schon für Mark Foster geschrieben, hatte die musikalische Leitung des Maxim Gorki Theaters inne und war Gründungsmitglied der Ohrboten gewesen. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, ich kenne die aus meiner Ich nicht. Vielleicht bin ich dafür ein bisschen zu jung. Die Ungerechtigkeit ist nicht, Werbung. Dass ich Hausfriedensbruch begehe, sondern was da drin passiert. Extrem. Lass uns nicht lange überlegen, sondern losfahren. Leonard Malig kennt man wahrscheinlich in erster Linie als Synchronsprecher, zum Beispiel als Stimme von Liam Hemsworth, Chris Pratt oder das wusste auch ich auch nicht. Frozen. Das heißt, der Arme weiß, wie es ist, mit schlechten Texten und Übersetzungen arbeiten zu müssen. Es muss so eine Genugtuung. Ich muss Frozen sein, öfter auf Englisch schauen. Arbeiten zu können für Disney. Aber er hat auch einen musikalischen Hintergrund. Er hat nämlich Musik in L.A. studiert am Musicians Institute und arbeitet auch als Musical-Autor. Ich glaube, er spielt auch in der Band oder spielte in der Band. Das heißt, auch da ist Expertise da. An den Liedtexten, also den Übersetzungen, haben auch die beiden gearbeitet, aber sich auch Max Maria Schneider dazu geholt, der auch schon für Disney gearbeitet hat. Nämlich hat er die deutschen Texte für Verwünscht gemacht oder für High School Musical Du bist wie Musik in mir, das damals von Ben gesungen wurde als Promo. Deine Stimme, mein Herz, deine Nähe spürt. Das war schon interessant. Das war auch cool damals, als High School Musical 2 rauskam, dass es dann diese ganzen verschiedensprachigen Songs gab. Generell dieses Multilanguage, ich will es nicht Fandom nennen, aber so dieser Multilanguage-Trend, gerade auch, dass du ja auf YouTube von Disney diese Multilanguage-Sachen von Frozen dir angucken kannst. Oder jetzt haben sie ja auch das von We Don't Talk About Bruno rausgehauen. Ich finde das cool und ich feiere das auch übel und zu der Sache kommt nachher sogar noch eine Kleinigkeit am Ende des Videos, also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, war auf jeden Fall cool die Zeit, aber es war auch ein bisschen weird, weil es glaube ich auch echt neu war, dann in jeder Sprache so einen Song zu haben, weil bei High School Musical war es ja so, dass die Songs nicht übersetzt worden sind und bei High School Musical war es ja generell nicht so, bei den Disney-Songs, bei den Disney-Filmen sonst natürlich immer, aber bei High School Musical hattest du das sonst ja nicht, deshalb war es cool, es zumindest bei diesem einen Song vom zweiten Teil zu haben. Weirde Geschichte, der Text war aber okay. Verwünscht habe ich gerade Rewatch, da war ich mit den Texten so, gerade so dieses True Love's Kiss mit der wahren Liebe Kuss. Ich träum lang schon von der wahren Liebe Kuss und dem Prinz. So krass hat es jetzt, er hat es ein bisschen übertrieben betont, aber ja. Ganz schrecklich. Aber ich weiß, wo es herkam, man wollte ja auf dieses übertrieben Kitschige. Mal schauen, wie sie sich jetzt geschlagen haben. Let's see. Wir fangen an mit Familie Madrigal. Willkommen bei Familie Madrigal. Oh. Wo die englische Version auf jeden Fall punktet im Vergleich zur deutschen der Version. Der Anfang. Ist gleich der Beginn. Der Anfang. Das halt nur zu übersetzen mit Schränke, Böden, Türen. Es reimt sich halt nicht. To be fair, ich wüsste nicht, wie man es hätte sich reimend machen können. Und da der Song noch nicht richtig angefangen hat, finde ich, kann man die Zeile auch verzeihen. Right? Also, ja, ich bin da bei ihm, dass man es schlecht anders machen kann im Deutschen. Aber ich finde, also, das ist so, ich glaube, es ist, nee, abgesehen von der Prä-Story halt, wie Familie Madrigal da hingekommen ist und so, es ist halt so die erste richtige musikalische Musical-Nummer in dem Film. Und das sind halt so die ersten Worte, die in dem Song fallen. Dieses Drawers, Floors, Doors, das ist einfach geil. Sorry, by the way, wenn meine englische Aussprache kacke ist. Deshalb würde ich da schon einen Punkt an die englische, ans Original geben, einfach weil es halt der Anfang des ersten Songs ist und halt gleich so geil mit so einem geilen Reimschema reinhaut. Man könnte es im Deutschen vermutlich nicht gut umsetzen, aber trotzdem würde ich das dann zum Englischen geben. Okay, noch ein Part, den ich im Englischen einfach besser finde als im Deutschen, das hat aber mehr mit der schauspielerischen Leistung zu tun, ist der Grandkid Roundup oder der Enkel Roundup. Ja. So, ich finde einfach, das klingt lustiger. Da bin ich voll bei ihm. Als das. Was natürlich damit zu tun hat, wenn du was originatest, stehst du da mit Lin-Manuel Miranda im Studio. Du hast kein Bild, auf das du dich konzentrieren musst, denn als erstes steht der Ton. Jemand erzählt dir, was du dir vorstellen sollst und dann passiert das und das und du kannst es einfach ins Mic spielen. So, Magdalena Toba, die Synchronsprecherin und Sängerin ist. Verdammt guten Job gemacht. Haben in deutschen Synchros, verdammt guten Job gemacht. Sprecherin und Sängerin eine Person ist. Bei Ariel, Belle hat man immer eine andere Sprecherin und eine andere Gesangsstimme gehabt. Ganz kurz, generell auch, ich glaube sowohl was er und was ist auch ich sagen, übersetzungs- und dingsmäßig, die deutsche Übersetzung hat
wie meistens eigentlich in Deutschland, einen verdammt richtig geilen und guten Job gemacht. Die Synchronsprecher sind on point, die Songs sind auch sehr, sehr geil. Machen sie nicht so geil wie im Englischen, aber da kommen wir jetzt eh dazu. Aber generell, die deutsche Synchro ist einfach nur Zucker. Ich finde es bei der originalen Synchro, finde ich zum Beispiel den Akzent von Abuela Madrigal ein bisschen cooler. Ich finde es cool, dass die da so ein bisschen mehr mit Akzent machen als im Deutschen. Deshalb feiere ich das ein bisschen mehr im Englischen, ist jetzt aber nichts ultra Wichtiges. So, sie geben sich im Deutschen trotzdem auch Mühe, diesen Akzent durchkommen zu lassen und betonen das auch wirklich, also betonen das Zeug teilweise auch gut akzentreich. Aber generell ist die Synchro top-notch, as always, von Disney Deutschland. Eine Welt kann doch nicht schlecht sein, die so wunderbare Dinge hervorbringt. Das Video wird wieder fucking lange. Magdalena Thober macht beides und muss sich auf mehr konzentrieren. Sie muss sich obviously aufs Singen konzentrieren, darauf, dass es den Emotionen matcht, dass es lippensynchron ist. So, und das ist eine andere Situation und auch eine andere Herausforderung. Von daher gibt es ein paar Sachen, die sind vom Acting einfach im Original besser. Aber stimmlich finde ich Magdalena Thober so viel besser passend auf Mirabelle, weil sie einfach nicht die Stimme so drücken und chargieren muss wie die Originalsprecherin. Playing Mirabelle was really fun. I'm part of the amazing Madrigals. I'm sure there's behind the scenes footage to show how much fun I was having. Stephanie, yes. Ich kenne sie aus Brooklyn Nine-Nine oder auch in The Heights war sie dabei gewesen. Aber in diesem Podcast hört man, wie heftig sie chargieren muss, um diese Mirabelle-Stimme hinzubekommen. And so for Rosa, I just placed it a little bit lower in my register. So she talks a lot deeper than I do. She's very straightforward. She kind of talks in this register. It's so peppy and like, welcome to the family, Madrigal. The home of the family, Madrigal. Und ich finde, man hört, es hat so einen neuen Unterton, der fehlt im Deutschen. Ich finde die deutsche Stimme einfach angenehmer. Um das nochmal. Ich finde irgendwie, diese Pause-Frames sind schon ein bisschen cursed. Ich finde beide wirklich sehr gut. Also ich finde sowohl, dass die Stimme im Englischen echt gut passt. Wir können ja nochmal kurz einen Vergleich herziehen, gerade aus dem ersten Song. Vielleicht gerade so die erste Strophe, oder? In unserem Haus leben alt und jung zusammen und unser Rhythmus klingt so unverwechselbar. Also ja, Magdalena Thober macht das wirklich verdammt, verdammt geil. Aber ich finde halt schon auch, dass Stephanie Beatrice, oder wie man sie ausspricht, ich finde beide Stimmen echt schön. Doors, let's go! This is our home, we've got every generation so full of music, rhythm of its own design. Also ich finde beide Stimmen wirklich sehr gut und sehr passend für den Charakter. Und müsste ich mich wirklich entscheiden, könnte ich nicht sagen, ob ich die deutsche oder die englische Stimme von Mirabelle cooler finde. Ich finde beide richtig gut gelungen. Und wie gesagt, die deutsche Synchro ist top-notch. Also ich könnte mich nicht entscheiden, was ich besser fände. Aufzuwiegen, wir haben im Deutschen aber auch Szenen, die sind einfach viel lustiger als im Englischen. Zum Beispiel yes. Die Kids. Ja. Und das hat man so selten. Das feiere ich so hart. Dass Kinder in der Synchro besser sind als im Original. Da bin ich voll bei Ihnen. Normalerweise hat man dann irgendwie sehr schlecht oder gar nicht ausgebildete Kinder, die man einfach mit reinholt ins Studio und sagt, hier, sprich das mal. Wohingegen man in Amerika viele Kinderschauspieler hat, die man rein und die ganz anderen Erfahrungsschatz mitbringen. Aber die deutsche Synchro... Ich lass ihn mal reden, weil er hat mehr Expertise so als ich. ...so viel lustiger. Allein dieser Kaffeeboy. Just tell us what everyone can do. Erzähl uns einfach, was jeder tun kann. Das ist so geil. Und deshalb ist Kaffee nur für Erwachsene. Dieser Crack in der Stimme, ja. Right? Dann haben wir eine Übersetzung. Dieser Voice Crack ist so Firebear. Das ist so geil. Ich liebe das. In Continuity. Nämlich haben wir, was ein Motiv ist, was später ein eigener Song ist, das hier richtig übersetzt wird. Das heißt, wortwörtlich übersetzt wird mit, reden nicht über Bruno. Nachher der Song We Don't Talk About Bruno wird aber übersetzt mit, nur kein Wort über Bruno. Ganz guter Song, wie ich finde. Wo ich mir denke, warum? Warum ist man nicht bei der einen Übersetzung geblieben? Das stört mich ein bisschen. Dinge, die wir in der deutschen Version bekommen, die uns im Englischen kommen. Ich finde, das ist nicht so ultra schlimm, to be honest. Geht auch nachher nochmal drauf an, wenn dann der Song We Don't Talk About Bruno generell drankommt. Aber ja, dazu dann nachher. Komplett fehlen ist der Name von Abuela. Heißt im Englischen nur, nennen wir im Deutschen den Namen, nämlich dass ja, sie Alma heißt. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen mehr Info in der deutschen Übersetzung als im Original, was halt mega cool ist. Und das, Alma wurde Abuela, das ist geil, das ist geil. Und ähnlich genug, dass ich sage jetzt, okay, warum habt ihr es im Original nicht so gemacht? Ist doch voll sinnvoll. Das stimmt. Gibt es nochmal diese Ebene dazu, dass du bist dein Leben lang eine Frau, bis du irgendwann Mutter bist. Dann bist du halt die Mutter. Oder wenn du die Oma bist, bist du nur noch die Oma. Das hatte Caroline Kebekus in ihrem neuen Buch über Feminismus auch geschrieben. Und ich finde, das schwingt hier in der deutschen Übersetzung so ein bisschen mit. So wurde aus das Alma aber auch sehr nur gut noch gemacht. Abuela. Das finde ich irgendwie cool. Ja, absolut. Das ist so
Lin-Manuel Miranda. Ich muss einfach mehr von diesem Mann gucken. Ich muss In the Heights gucken, ich muss Hamilton gucken. Ah, ich glaube, ich werde einfach alles lieben, was er macht, weil ich diesen Film so gefeiert habe. Ich muss so viel nachholen. Diese Reime zu finden, an die du niemals denken würdest. Madrigal auf autobiographical. Aber es lässt sich halt schwierig übersetzen. Ja, wir sagen nicht, haben sie trotzdem sehr gut gemacht. So, das würde sich nicht reimen. Geiles Wort. Ein Frosch singt nun mal leider nicht wie eine Nachtigall. Von daher, diese Allegorie zu finden, ein Frosch singt leider nicht wie eine Nachtigall, finde ich, ist so eine lustige Zeile, A, weil es zeigt, dass Mirabelle sich nicht so ernst nimmt, beziehungsweise sich nach außen nicht so ernst nimmt. Und wir trotzdem schon mitbekommen, okay, sie setzt sich anscheinend unter den Rest ihrer Familie und sagt so, ich bin halt der Frosch, die anderen sind die Nachtigall. Ich kann halt nicht das, was die anderen können. Und wir kriegen schon so einen Glimpse und so eine kleine Preview auf ihr großes Main-Motiv, auf... Wenn du mich in einem 5XL-Shirt siehst, obwohl ich Ernährungsberatung studiert habe, dann wunderst du dich wahrscheinlich. Halt die Fresse. Warten, dass ein Wunder kommt. Und das finde ich super smart, das hier schon mit einzustreuen. Statt im Englischen, wo sie es nur beiseite schiebt und sagt, ich möchte nicht über mich reden, kriegen wir hier schon mit, naja, ich bin halt vielleicht nicht ganz so toll, lasst uns doch lieber uns auf die Singvögel konzentrieren und nicht auf mich quakenden Frosch. So, das heißt, wir haben viele kleine Momente, die im Englischen besser sind, wir haben viele kleine Momente, die im Deutschen besser sind. Und wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich sagen... Die deutsche Version gewinnt für mich. 1-0 für die deutsche Version, einfach weil wir mehr Info bekommen, weil die Kleinigkeiten, die im Englischen besser sind, Nichtigkeiten wie Betonungen sind und inhaltlich die Übersetzung top-notch ist. Du kannst wirklich Passagen Englisch gegen Deutsch halten und du denkst dir so, es wirkt so unbemüht, als wäre es im Original Deutsch geschrieben. Es gibt keine gestellten Konstruktionen und fließt so gut, dass ich denk so, wow, der erste Song direkt umgehauen, 1-0 für Deutsch. Ich wollte es ganz kurz komplett durchlaufen lassen, einfach weil ich gerade noch so viele gute Takes hatte. Ich tue mir da echt so ein bisschen schwer. Ich meine, ich habe vorher gesagt, dass ich sowohl die deutsche als auch die englische Synchro wirklich, wirklich verdammt cool finde. Aber bei mir gibt es halt auch so, ich finde, ich will nur ein bisschen Hintergrundmusik haben, weil ich es ein bisschen labern will. Ich finde gerade diesen Anfang, dieses Drawers, Floors, Doors, finde ich halt so geil, dass ich halt wirklich da einen Punkt für die englische Version hingeben würde, dass du beim Deutschen noch eine Info bekommst mit diesem Alma, Abuela Madrigal, finde ich cool, und obviously diese Voice-Quote von diesem einen Jungen. Aber dieses Autobiographical of Madrigal finde ich halt auch wieder so einen geilen Reim. Also ich tue mir bei Familie Madrigal wirklich schwer, mich für ein Ding zu entscheiden, weil beide sehr, sehr coole Sachen machen und die Übersetzung top-notch ist. Aber ich glaube, so der gesamte Sound von dem ganzen Song, gerade auch wenn dann so ein bisschen das, gerade auch beim Ende, wenn dann so ein bisschen mehr Stimmen und mehr Songs zueinander kommen. Ich finde, das float ein bisschen geiler als im Deutschen. Ein bisschen. Und im Deutschen ist es auch echt sehr, sehr gut. Es ist auch sehr, sehr gut. Tja, ich muss jetzt los, so ist das als Madrigal. Jetzt kennt ihr ja alle die Familie Madrigal. Ganz Ende. Meine Mutter Julieta macht sich wieder fit mit nur einer Arepa. Ah, die Betonung ist auch top-notch. Der Akzent haben sie auch richtig gut drauf. Und wie gesagt, es gibt halt sowohl beim Deutschen als auch beim Englischen wirklich Sachen, die ich geiler finde. Und es hält sich wirklich die Waage. Deshalb, er hat jetzt den Punkt an die deutsche Version gegeben. Für mich ist es ein Gleichstand zwischen Deutsch und Englisch. Also für mich ist der Song auf Deutsch und Englisch circa gleich geil. Deshalb gebe ich jetzt einen Punkt an die beiden. Und da das hier ein pre-recordedes Video ohne Editing ist, mache ich jetzt hier einfach eine Editor-Datei auf, wo ihr das dann lesen könnt. Yes, genau, ich mache das so. Er hat sein Video geeditet. Bei mir ist es ein effortless Reaction, deshalb yes. So, aber genug davon. Lasst uns weitermachen mit dem Video. Kommen wir zu Mirabelle's I Want Song, Waiting on a Miracle. Ja. Ganz kurz bevor der Song losgeht, der ist in einem 6/8-Takt geschrieben. Und 6/8-Takt, das klingt irgendwie weird, dass ich sowas überhaupt habe, aber das ist einfach meine Lieblingstaktart. Wenn irgendein Song in einem 6/8-Takt läuft, Perfect von Ed Sheeran zum Beispiel, oder ich glaube, es ist auch ein Taylor Swift-Song, aber mir fallen gerade leider nicht on point viele Beispiele an. Es gibt so viele coole 6/8-Songs. Ich bin einfach eine Bitch für diese Taktart. Deshalb ist dieser Song generell einfach ein sehr, sehr geiler One-Song von Disney. Ich weiß noch, ich habe das im Urlaub das erste Mal gehört und dachte so,
irgendwie fehlt mir was in dem Song, der geht nicht so richtig nach vorne. Jetzt habe ich ihn so oft gehört, ich liebe ihn abgöttisch. Aber welche ist die bessere Version, die englische oder die deutsche? Ich warte, dass ein Wunder kommt, ein Wunder kommt. Im Großen und Ganzen muss man sagen, die deutsche ist viel dramatischer. Ja. Auch teilweise melodramatisch, dass man denkt, yo, Girl, entspann dich halt mal. Wo es im Englischen ein bisschen subtiler ist. Beispiel. And I'm fine, I am totally fine. Not fine, I'm not fine. Hör zu. Nicht allein, ich bin nicht allein. So allein, ich bin allein. Es ist halt das so viel dramatischer, als wenn du sagst, alles ist gut. But to be honest, eigentlich ist es nicht alles gut. Oder? Oh mein Gott. Ich bin so allein. Ich bin so allein. Niemand hat mich so, lieb. Am Anfang habe ich immer gedacht, ich finde das im Englischen viel besser. Und das finde ich hier auch noch. Ich finde diesen Einstieg, der ist im Englischen besser. Dass sie erstmal gute Miene zum bösen Spiel macht, right? Sie redet sich selbst ein, wie gut sie eigentlich alles findet, obwohl wir genau wissen, sie leidet heftig darunter. Und das kommt so durch, wo es aufbricht und sie sagt, I'm not fine. Wo sie im Deutschen schon ist, ich bin so allein. Ich finde es so witzig, wie er es darstellt. Ich liebe es. So im Englischen, ja, mir geht's eigentlich echt nicht gut im Deutschen. Ich bin allein. Es ist funny. Beispiel. Don't feel regret or sad. Das ist so eine gute. Sind sie im Deutschen so, trotz deiner Qual. Und Qual ist gleich wieder so melodramatisch. Denk so, yo, chill, halt, girl. Und also ich gette, was er sagen will. Und er kommt auch nachher noch zum Punkt. Deshalb möchte ich mit meiner Aussage auch warten, bis er zu seinem Punkt gekommen ist. Deshalb kleinen Augenblick. Dann habe ich aber überlegt, sie ist halt dieses Teenager-Mädchen. Wir hören in sie rein. Und es wirkt alles dramatischer. Und dadurch kriegt der Song eine andere Schwere. Warum ich ihn im Original auch nicht mochte, war, ich fühle nicht richtig, was sie möchte. Sie sagt so, ich hätte auch gern diese Kraft, ich würde auch gern was machen. Aber dadurch, dass wir viel mehr Leid bekommen in der deutschen Version, auch wenn wir erstmal denken so, okay, tone it down, denken wir das ja nur, wenn wir die englische Version schon kennen. Wenn wir sie gleich so kennenlernen, merken wir viel heftiger, dass sie unter dieser ganzen Familiensituation viel mehr leidet als in der englischen Version. Durch dieses Leid fühle ich mehr mit ihr und verbinde mehr mit ihr. Und bei mir war es halt auch so, ich habe den Film über Weihnachten mit meinen Eltern auf Disney Plus gesehen und wir haben es halt gleich auf Deutsch geschaut. Das heißt, ich habe alle Songs zuerst auf Deutsch gehört. Und da hatte ich dann halt, also als der Song lief, hatte ich wirklich, ich kriege auch jetzt gerade Goosebumps, die Gänsehaut, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber als ich den Song dann auch gehört habe, als wir den Film gesehen haben, hatte ich auch instant Gänsehaut, gerade wegen dieser ganzen, gerade diese Line. Sei nicht betrübt, trotz deiner Qual. Es ist so gut. Also da merkst du halt wirklich, dass sie halt so nach außen versucht zu zeigen, ey, yo, mir geht's gut, mir geht's nicht so schlecht. Ich komme damit klar, dass ich keine Kraft habe. Aber in Wirklichkeit geht sie halt schon sehr, sehr nahe, was wir dann auch später, als sie dann Antonio, oder was wir davor gesehen haben, als sie Antonio zu der Tür begleitet hat, dass es ihr echt nahe ging, dass sie dann für sich dieses Event auch wieder durchlebt hat, was ja ihr Trauma als Kind eigentlich war. Und ich denke, das war auch der Auslöser dann für ihren One-Song, dass sie dadurch, dass es halt Antonio diese Kraft bekommen hat, sie noch mit ihm mitgelaufen ist, dieses Trauma wieder durchlebt hat und merkt, mir geht's eigentlich wirklich, wirklich dreckig. Und kurze private Story zu mir, als es mir jetzt die letzten Tage, Wochen auch aus diversen Gründen nicht so gut ging, ich diesen Song gehört habe, konnte ich mich da so gut reinfühlen. So dieses Gefühl, wenn es dir schlecht geht, dass du alleine bist, obwohl es nicht ist. Ich kann mit vielen Leuten reden und Mirabelle kann auch mit ihrer Familie über ihre Probleme reden, denke ich mal. Aber einfach dieses Feeling, wenn du dich gerade kacke fühlst, dieses Feeling, ich bin so alleine, ich habe eine Qual, ich will, dass es anders ist, so, das kam oft in der deutschen Version so gut rüber und eben, als es mir in letzter Zeit ein bisschen schlechter ging, konnte ich da so gut mitfühlen. So. Ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. Was weitermachen. Teilweise auch Kleinigkeiten, wo ich einfach mehr mit ihr fühle, wenn sie sagt, I can't take another night up in my room. Oder singt, ich ertrag keine weitere Nacht mit solchen Gefühlen. Statt nur diese beschreibende Komponente zu haben und selbst rein mich fühlen zu müssen, denke ich so, okay, sie ist alleingelassen mit ihren Gefühlen und das hat noch so einen Beigeschmack von Isolation mit drin. So, das hat auch so gut geschrieben, einfach dieses, dass halt auch diese Gefühle und diese schlechten Gedanken immer nachts rauskommen. So, deshalb, ich ertrage keine weitere Nacht mit solchen Gefühlen. Anstatt, ich kann nicht alleine in meinem Zimmer sein, ist ja, wie gesagt, so ein bisschen ein Unterschied. Deshalb so viel besser im Deutschen, so viel geiler gemacht. Sie ist in den Raum, aber sie ist mit ihren Gefühlen in diesen Raum wegisoliert. Ja. Besser für mich. Auch absolut der Part, geil. Wo sie in ihrem Kopf, weil obviously sind sie in ihrem Kopf.
Sonst würde man sagen so, was, du willst eine Kraft, du hast die geilste Kraft. Du kannst Zeit anhalten und Gedankenbilder aus Licht erstehen lassen. Schon aber geil. Obviously sind wir in den Kopf und das passiert nicht in echt. Wie sie vor ihrer Abuela steht und sie aber nicht sieht, weil sie ja nur eine Projektion ist und sie aber so diesen flehenden Wunsch hat und sagt, sieh mich doch an. Sieh mich doch. Also not gonna lie, als es mir einmal so richtig scheiße ging, das war tatsächlich auch, als ich noch bei meinen Eltern war, bei Weihnachten, da waren meine Eltern irgendwie unterwegs und ich war alleine in deren Wohnung, oder? Und ich bin halt wirklich durch die Wohnung gelaufen, hab diesen Song laufen lassen, hab mitgesungen und als dieses Sieh mich doch ankam, ich hab das wirklich noch bildlich vor mir, wie ich im Wohnzimmer stand und diese Texte mitgekollt hab, einfach dieses Ich bin alleine, seht mich an, ich brauch Hilfe, das ist so gut gemacht in der deutschen Version. Haben wir nur Open Your ich hab Eyes. So richtig mitgefühlt. Ich finde, es ist wieder nicht ganz so stark. Es ist im Deutschen einfach wieder das genommen, übersetzt und ein Tick bedürftiger gemacht. Sie braucht diese Aufmerksamkeit, sie braucht die Zuwendung ihrer Familie und dadurch wirkt jede Szene so viel härter, wenn die Abuela ihr nur die kalte Schulter zeigt und alle anderen sie nur belitteln die ganze Zeit und klein halten. Eine Szene, die ich so viel besser finde, weil ich finde, so im Englischen ist es so, so why. Reimt sich nicht mal besonders gut, es war eher wie so ein Füllwort also, und im Deutschen ist es aber warten, dass ein Wunder kommt, ihm, ich verhungere sonst. Und es ist so, so gut. Viel cooler. Ich habe am Anfang verstanden, ich verwunde sonst und fand das noch cooler, aber ich verhungere sonst fast auch so dieses, ja, diesen Hunger nach Aufmerksamkeit und nach Liebe zusammen. Love it. Und im Englischen nur dieses so here I go zu haben ist so, why? I am ready, I've been patient and stand fast and steady. Ist so, ich stehe in den... Let's go, ich bin hier, lass uns losgehen, woo! What is the most beautiful tropical... Ist mir egal. Die Startlöchern, kommt schon, los! Klingt so ein bisschen wie Ivy, wenn ich einen Stock werfen will, also mein Hund, und sie schon da steht und so zittert. Im Deutschen kommt wieder diese Melancholie, dieses Drama mit rein und wir haben... Ich will's wissen, ich will's wirklich wissen. Geduldig stand ich hinter euren Kulissen. Man kennt ja die Rede so im Deutschen so. So der geil. Will's jetzt aber wissen. Sie legt's drauf an. Und dann dieses geduldig stand ich hinter euren Kulissen. Ja. Ist so viel besser. Ja. Es ist so schön von der Formulierung. Allein dieses Geduld. Also alles, was er einfach sagt, ist exakt auch meine Meinung zu diesem Song. Alles, was er sagt, yes. Ich kann da nicht mehr viel hinzuerzählen. Word. Geduldig fasst all das zusammen, was im Englischen passiert. Dieses patient and stand fast and steady ist alles in geduldig mit drin. Und mehr brauchen wir nicht. Aber hinter euren Kulissen, keiner sieht mich, obwohl ich so viel zeigen möchte. Oh, ich stehe für diese Übersetzung. Ja. Und daher keine absolut. Verwunderung. So ein haushoher Gewinn da für bin die deutsche Version. Komplett 2 zu 0 bei für die ihm. Deutsche Übersetzung. Komplett kommen wir ihm. Zu Surface Pressure. Bei mir dann 2 zu 1, weil der Family Madrigal gleich war bei mir. Slash Druck. I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is. Und ich glaube, jeder, den ich kenne, der Encanto gesehen hat, hat instant gesagt, das ist der beste Song. Ich finde, wenn man den Film sieht, ebbt das ein bisschen ab, weil ich finde, der Song wird nicht ausgespielt bis zum Potenzial, den er eigentlich hat. Allein, dass sie... Ich stehe ziemlich neutral zu dem Song. Er ist im Deutschen und im Englischen extrem geil. Also auch hier wieder top-notch gesprochen von der deutschen Jennifer Kay auch. Bin ich Expertin und meine Schale ist zu hart für eine Kerbe. Jedes Gestein, ja, ich trete es klein, nichts zerbricht meine Kraft. Es gibt nichts, was mich schafft. Doch. Also generell einfach ein sehr, sehr guter Song. Sehr, 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 sehr gute Synchronsprecherin, wie vorher auch schon. Ich finde Druck nicht den geilsten Song. Ich wollte nachher auch noch mal eine kleine Toplist von den Songs machen, wie gut ich die finde. Und Druck ist nice und cool. Hat sich auch geil angefühlt, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Aber ich denke mir jetzt nicht, es ist der geilste Song aus dem Film. Nachher den letzten Part, witzig tanzend mit Eseln tanzt, wem ihre Stimme eigentlich zerbricht vor Leid, finde ich es so eine weird choice. Kostas hat auch gesagt, warum alles so abstrakt sein musste, warum jede Metapher metaphorisch gezeigt werden musste, statt wirklich Situationen zu zeigen, in denen sie leidet. Und also gerade bei Druck haben sie es ein bisschen overdone mit diesem ich stelle das da, was ich gerade singe und so visuell, das war ja auch bei Waiting for a Miracle ein bisschen so, dass ja eigentlich, oder diese zwei Songs halt, dass diese ja nicht wirklich in der echten Welt spielen, sondern ein bisschen im Kopf von Mirabel oder dann auch von Luisa. Ich meine, Kerberos war natürlich nice, weil ich sowas cool finde, aber ich gette, dass Leute sagen, das ist ein bisschen sehr viel visualisiert, also ja. Song ist trotzdem geil. Wie sie wirklich unter dem Familiendruck zusammen... Oh, aber ich fand's auch ein bisschen funny,
dass dann wirklich am Ende diese Esel mitgetanzt haben, als sie den TikTok-Dance auch gemacht hat. Ich fand das einfach lustig auch so in dem Moment. Es passt nicht hundertprozentig zu den Lyrics, aber du musst auch immer noch mal, also Disney versucht ja trotzdem immer die Filme so ein bisschen für Kinder als auch für Erwachsene appealing zu machen, oder? Deshalb feiern den auch sowohl Kinder als auch Erwachsene bei Encanto. Und das ist halt dann zum Beispiel eine Szene, dieser TikTok-Dance, dieser Esel, was so funny ist, das ist ja dann für Gen Z oder für die jungen Leute, die oder halt auch für die Kinder, so 12, 13, ich glaube, die sind auch noch Gen Z, I guess, die finden sowas dann halt lustig und feiern es halt. Und auch wenn es nicht ganz so gut zusammenpasst. Bricht. Aber was macht die Übersetzung? Lasst uns auf die Übersetzung konzentrieren, right? Weil dafür sind wir hier. Ja. Wurde im Deutschen übersetzt. Ja, ich brenne, denn ich kenne meine Werte. Blow schon mal 1:1 getroffen. Glow und Know auf Brenn und Ken. Es ist everything so. Ihr habt die reine Struktur verstanden, yes, und sie beibehalten. Respekt vor der Originalschaffung und sich nicht weggeduckt, wenn es kompliziert wird. Und es wird kompliziert bei Lin-Manuel Mirandas Reimstrukturen. I know what my worth ist nicht zwingend, ich kenne meine Werte. Ja, da haben sie halt nichts Besseres gefunden und es ist nicht die gleiche Bedeutung. Sagt er jetzt gleich, I know what my worth is. Das heißt, hey, ich habe Selbstvertrauen, ich weiß, dass ich wert bin. Und das andere, ja, hey, meine Werte, was sind meine Prinzipien? So. Das Gleiche würde er jetzt auch sagen. Denn ich kenne meine Werte, ist ja die Werte, die ich vor mir hertrage, sind ja zum Beispiel meine Prinzipien. Wie gesagt, ich habe das Video heute Morgen erst gesehen, so vor 4 Stunden, deshalb wiederholt sich jetzt vielleicht viel. Und my worth ist ja eher so, ich weiß, was ich wert bin. Von daher finde ich, geht bei dem Stückchen ein halber Punkt rüber zum Englischen. Under the surface. Übersetzt mit Lass dich nicht blenden. Lass dich nicht blenden. Fand ich so smart einfach, weil ich dachte die ganze Zeit. Sehr gut gemacht. Ich wusste, es war irgendwas mit Surface. Dann singt sie aber Lass dich nicht blenden. Und ich hab so drüber nachgedacht, so, was wir nicht zeigen, ist under the surface, right? Ja. Und lass dich nicht blenden, ist genau das. Wir zeigen nach außen eine bestimmte Sache, die aber niemals das widerspiegelt, was unter der Oberfläche verborgen ist. So. Und diesen Meterschritt, das ist so zu gehen, smart. Das ist das, was ich das war eine coole Übersetzung verstehe. Ich krieg so viele Kommentare immer das, noch unter dem Let It Go-Ding oder auch meine Eiskönigin-Reaction. So, es muss sich nicht immer alles rein und es muss nicht alles immer 1:1 übersetzt werden. Ja, aber wenn das deine Aufgabe ist als Übersetzer, dann mach sie richtig und sie wurde hier so gut und richtig gemacht, nämlich... Man merkt schon, dass er immer noch so ein bisschen zerrt an dieser schlechten Let It Go-Übersetzung. Ich habe mir auch so ein Video dazu angeguckt und ich habe das davor nie so richtig gesehen. Ich habe die Songs auf Deutsch und auf Englisch abgefeiert. Auf Englisch natürlich ein bisschen mehr, weil ich Idina Menzel einfach liebe. Aber ja, es ist dann einfach schön zu sehen, ey yo, die haben sich jetzt wirklich Mühe mit der Übersetzung gegeben und dass er dann immer noch so ein bisschen dieses Let It Go-Beispiel bringt, ist ja okay, aber man merkt, dass ihn das damals schon ziemlich abgefuckt hat und dass er halt Kommentare darunter nicht verstehen kann, die meinen, so schlimm war die Übersetzung doch gar nicht. Gerade als ich das Video gesehen habe und ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt habe, doch, die war schon sehr meh, die Übersetzung von Let It Go. Ein Bild gefunden, das genau dasselbe ausdrückt und nicht mal anders ist, sondern einfach wirklich nur so lange drauf rumgedacht wurde, bis einem aufgefallen ist, dass Under the Surface und Lass dich nicht blenden genau dieselbe Aussage haben. Yes. Ich find's immer so weird, dass ich mich da selber so in Rage reden kann, aber ich find das so cool einfach. Sprache ist sowas Cooles und Leute, die damit umgehen. Die Ungerechtigkeit ist nicht, dass ich Hausfriedensbruch begehe, sondern was da drin passiert. Extrem gehen können. Much sexy. Okay, Surface Pressure und Druck. Welche ist jetzt die bessere Version? Ich muss hier ganz klar sagen, ich kann es nicht sagen. Ja, ich da mag bin ich die same. Deutsche Übersetzung so gerne. Ich mag auch die englische Version so gerne. Beide flowen finde ich ein bisschen anders. Von daher ist es da für mich einfach ein Unentschieden. Under the surface, I feel berserk as a tightrope walker in a three-ring circus. Lass dich nicht blenden, ich bin am Kämpfen, ein Drahtseilakt wie im Zirkus voller Menschen. Es ist einfach eine exakt gleichwertige 1:1 gleich gut übersetzt. Das, was man eigentlich im besten Fall haben möchte. Es ist schon krass, dass die ersten beiden Songs die deutsche Version besser war. Aber das ist eigentlich hier Surface Pressure genau das, was man haben möchte. Eine 1:1 Übersetzung, die nicht wortwörtlich ist, die dem, was der Autor im Original wollte, Lin-Manuel Miranda, gerecht wird. Perfekt. Also, ich bin da eigentlich auch bei ihm. Also, das Einzige, was vielleicht im Englischen besser war, war eben dieser Anfang, dieses I know what my worth is. I'm as tough as the crust of the earth is. Weil das halt damit Wert übersetzt wurde. I move mountains, I move churches, and I glow 'cause I know what my worth is. Aber im Deutschen finde ich dann halt dieses Lass dich nicht blenden, den Refrain so cool. Es ist schon, also es ist, also ich bin da wirklich bei ihm, es ist ungefähr wirklich genauso geil. Was ist denn das?
Also die beiden Sängerinnen sind ultra geil, die Übersetzung ist geil, es ist wirklich gleich geil. Ja. Deshalb, ja. Wollte ich nur noch mal kurz zeigen. Also es ist 1:1, es ist gleich viel Punkte. Für beide ein Punkt. Kommen wir zu Nur kein Wort über Bruno. We don't talk about Bruno. We don't talk about Bruno, no, no. Hier erstmal das, was ich vorhin schon angemerkt habe. Warum mussten wir jetzt nur kein Wort über Bruno bei We Don't Talk About Bruno machen? Weil das Nu und We sind auch andere Mundbewegungen. Von daher verstehe ich auch nicht, man hätte ja argumentieren können, okay, wir wollten es aber mehr auf dem Mund haben. Talk about Bruno, wir reden nicht über Bruno. Okay, es ist eine Silbe mehr, man hätte ein bisschen hetzen müssen. Was ich auch ganz kurz sagen möchte, der generelle Song ist im Deutschen eben nur kein Wort über Bruno und im Englischen We Don't Talk About Bruno. Aber am Ende des Songs, im letzten Refrain, hören wir im Deutschen noch einmal Wir reden nicht über Bruno und im Englischen Not a word about Bruno. Wait a second, I'm showing you. Jetzt. Und genau das Umgekehrte dann im Englischen, hast du zuerst We Don't Talk About Bruno und dann Not a word about Bruno. Und deshalb finde ich das eigentlich echt cool gemacht, dass sich die halt gedacht haben, ey yo, nur kein Wort über Bruno sind genauso viele Silben wie We Don't Talk About Bruno. Aber dann halt auch eine Übersetzung genommen haben, die dann auch wieder zum Song passt, weil halt dieses Not a word about Bruno am Ende des Songs nochmal vorkommt. Und also dieses, das finde ich eigentlich dann echt wieder nice gemacht, eben dieses, dass es dann doch wieder in Anführungszeichen gleich ist, dass sie halt die Übersetzung nur kein Wort über Bruno genommen haben, was am Ende vom Englischen kommt. Und dann aber am Ende in der deutschen Version dann Wir reden nicht über Bruno singen, wie quasi die original englische, der original englische Text ist, We Don't Talk About Bruno. Deshalb finde ich das, vor allem aus diesem Grund, nicht schlimm und finde ich, passt deshalb. Da haben sie es zum einen, yo, wir hätten gerne gleich viele Silben und haben das dann aber so geschafft, es dann so hinzubekommen, dass es trotzdem mit dem originalen Song passt, weil dieses Not a Word About Bruno eben im Originalsong am Ende trotzdem vorkommt. Mega geil. Mega geil. Kann ich drüber hinwegsehen, weil es stört doch nicht. Es ist ja inhaltlich trotzdem dasselbe. Im Englischen, was nun mal besser rüberkommt, ist We Don't Talk About Bruno. Ja. No, no. Kannst du im Deutschen nicht übersetzen. Das ist halt nur kein Wort über Bruno. Wir reden nicht über Bruno. Nein, nein, nein. Das klingt, das hätte so cringy geklungen. Bruno, no, no. Das Englische nein, nein lässt sich nicht übersetzen im Deutschen no, no. Außer vielleicht mit dem Italienischen no, 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 no. Man, ich habe sogar, es gibt ja diese Multilanguage-Version von Disney, oder? Und ich glaube, es war bei der niederländischen Version, wo die dann, glaube ich, das war dann, wo die We Don't Talk About, wo sie dann irgendwie na, na gemacht haben. Warte, ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Dieses Video wird viel zu lange. Oh Gott. I look real good today. Oh, ich hasse diese Werbung. Die ist echt nicht lustig. So. Überall, man sieht auch überall Encanto-Sachen in meinen Recommendations, weil ich seit Tagen nichts anderes schaue. Kann jemand vorbei sein? Ich wollte nur kurz was zeigen und gucken. Das war hier. Danish. Na, na. Jetzt frage ich mich halt, weil ich habe die dänische Version noch nie gehört. Ist es dann überall We Don't Talk About Bruno? Na, na. Weiß ich nicht. Wie wär's das? Also da sind sie wirklich den Schritt gegangen und haben gesagt, wir nehmen unser No, na, nein. Ist das, was ist? No. Ich weiß, ich kann die Sprache nicht. Okay, auch nein. Nein! Nö. Nee. Ich verschwende gerade keine Zeit. Ach, ich verschwende noch keine Zeit. Inge. Ja, dann ist es vermutlich eine umgangssprachliche Sache. Whatever. Ja, aber die haben es dann wirklich so gemacht. Taylor, Inge und Bruno, nein, nein.
Das ist schon nein, oder? Das ist schon nein, 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 oder? Also die haben gesagt, ey, oh, scheiß auf no, wir machen unser Nein da rein. Ich find's cooler, dass sie es im Englischen, im Deutschen behalten haben. Ich finde das float geiler. Checkt trotzdem kein Dorf. Also ich glaube, auch ein dreijähriges Kind weiß, dass no nein heißt. Also das checkt jeder. Ich find's trotzdem im Englischen ein bisschen besser, einfach weil man es nicht übersetzen kann. Da ist es halt einfach der Punkt für die englische Version. Ja. Eine unglaublich gute Stelle, über die ich mich jedes Mal wieder freue, dass man Mischievous Grin übersetzt hat mit so Grins in sich rein. Bruno erscheint und er grinst in sich rein. Ich hätte nicht gewusst, wie du Mischievous gut übersetzen kannst, außer so hinterlistig, so ein bisschen. Aber er grinst in sich rein. Perfekt. Ist wieder so umgangssprachlich, so effortless. Es hat so gut geworkt genau einfach. Zusammen. Na, ja. Kommt dann Deutsch. Ja. Nächstes Ding wieder. Ha. Ist obviously ein Punkt für Englisch, weil Abuela holt den Regenschirm, hat nicht denselben Fluss wie das typisch Lin-Manuel Miranda. Natürlich hat er diesen Reim gebracht. Abuela get the umbrella. Es geht so gut von den Lippen. Und ich weiß, die deutschen Übersetzer haben bestimmt da gesessen. Abuela get the umbrella. Dass wir das nicht übersetzen können. Das war Abuela schief. Hol den Umbrella. Hätte man auch machen können, aber will man halt nicht. Wir hätten auch machen können, Abuela hol die Rihanna, weil die einen Song hat, der Umbrella heißt. Das war nicht lustig. Wir machen weiter. Deutsche Übersetzung, gerade wenn es für Kinder ist. Und wir ja schon Spanisch als zweite Sprache die ganze Zeit damit reingemischt haben. Spanisch, trotzdem, easy peasy. Dass sie dann mindestens in der deutschen Version den Reim mit drin haben. Ja. Dass man trotzdem da die Reimstruktur drin hat und nicht sagt so, ja, dann fällt halt drauf, dann machen wir halt gar nichts mit Reim. Das Geräusch, wie der Sand zu Boden fällt, geht der Punkt auch an die englische Version für mich. Denk ich nur an ihn, hör ich, wie Sand zu Boden fällt. I associate him with the sound of falling sand. Einfach, weil ich... Also ich finde We Don't Talk About Bruno float im Englischen sehr viel geiler als im Deutschen. Generell. Ich cooler finde im Englischen. Die Szene mit dem toten Fisch. Ja. Ist im Englischen abrupter und dadurch fand ich genau, es mehr was er sagt. 1:1, was er sagt. Wie ein Witz. Ganz he einfach. He told me my fish would die the next day dead. Im Deutschen ist es halt, er sagt mir mein Fisch stirbt bald, schon war er hin. Und das ist halt eigentlich eher eine Zweiteilung. Ja, das, was er sagt. Halt 1:1. Setup. Höhepunkt, Pointe hast. Bababam, was passiert dann? Tod. Hast du im Deutschen halt einfach eine Zweiteilung, zwei Sätze? Funktioniert auch, ist auch lustig. Ich finde aber, der Joke ist noch ein bisschen knackiger im Englischen einfach. Und eine andere Sache, die mich in der deutschen Version in dem Song auch noch stört, ist, wenn Dolores singt über ihren Mann, der schon vergeben ist, dass sie im Englischen singt. Und das hinten so schön offen ist, dieser Vowel. Und im Deutschen haben sie gemacht, er ist schon vergeben. Er ist schon vergeben. Und dieses stört mich so heftig. Ich persönlich finde es nicht so schlimm. Ich finde beides schön. Ich feiere es auch, wenn man Noten auf Konsonanten ausklingen lässt, oder? Da gibt's, ich glaube, das ist das, ich weiß nicht genau, es ist auf jeden Fall ein Song von Revolverhelden. Ich kenne immer diesen einen Textbaustein. Irgendwie, du bist der Grund, warum ich nachts nicht schlafen kann. Ich finde es irgendwie cool, Töne auf Konsonanten auslaufen zu lassen. Nicht zu oft, obviously, also wenn man das jetzt nur in einem Song macht, das ist scheiße. Aber ich finde, da funktioniert dieses Er ist schon vergeben. Aber auch mit einem offenen Vowel hätte es gut funktioniert. Das ist aber einfach eine Regiesache, die wahrscheinlich dann durchgerutscht ist. I don't know. Aber man hätte ja auch machen können, er ist schon vergeben und das trotzdem offen halten. Ich finde beides cool. Ich bin Fan von, wenn teilweise Töne auf Konsonanten gesungen werden. Deshalb stört es mich nicht. Aber es ist halt dieses... was. Aber die Stimme von Dolores ist im Englischen halt so top-notch. Das habe ich schon mal auf Twitter geschrieben. Dolores und Camilo carryen diesen Song so hart. Mich so doll stört. Eine Riesengestalt mit tanzenden Ratten. Obwohl die tanzenden Ratten im Deutschen cooler klingen als das auf Englisch. 7-Foot-Frame-Rats along his back. Ich bin halt Fan von der Strophe 7-Foot-Frame, oder? Weil ich auf große Männer stehe, obviously. Geht der Punkt für die Gesamtversion von We Don't Talk About Bruno an die englische Variante. Können wir bitte einmal kurz die beiden besten Parts hintereinander hören? Weil die hast du jetzt nicht gezeigt und ich will die jetzt kurz hören. Es ist so lustig, es gibt generell einfach auf YouTube ein Video von We Don't Talk About Bruno,
was irgendwie so mehr 10 Stunden geht, wo du einfach nur, es ist die lustigste Scheiße, ist auch die beste Version, die ich mir halt auch schon viel zu lange geguckt habe, gibt es einfach eine Stunde lang nur Camille und Dolores. Kühne Pure Cornichons, nur pure Zutaten. Diese Werbung immer! Warum habe ich Adblocker nicht an? Nee, just kidding. Ich könnte es rausschneiden, aber ich schneide nicht. Ist einfach eine Stunde lang nur Dolores und Camilo. Do you understand? Serving food frame. Rats so long as back. When he calls your name, it all fades to black. Hier möchte ich mal ganz kurz nochmal hervorheben, dass man Dolores im Hintergrund nochmal ein bisschen andere Töne singen hört. So cool. Als ich das erste Mal rausgefunden habe, habe ich es auch so abgefeiert. Und ja, ich liebe diesen Song. Ja, es ist beide mein favorite Song aus dem Film. Ich weiß nicht, ob man es schon bemerkt hat. So. Das kann ich schon mal erzählen. Oh. Das wird mein meistgespielter Song dieses Jahr. Easily. Ja. We Don't Talk About Bruno, absolutes Meisterwerk. Und ja, englische Version besser als die deutsche, Punkt nach Englisch. Entdeckt dein Traum, zehrt von deinem Glauben. Da ist dann auch wieder zehrt von deinem Glauben. Also ich glaube, dieses Konsonantenbetonung kommt öfters im Deutschen. Ich habe nur noch nie präzise drauf geachtet. Nur kein Wort über Bruno. Also ja, gönnt euch auf jeden Fall gerne die 1-Stunden-Version von We Don't Talk About Bruno, nur mit Dolores und Camilo. Sehr zu empfehlen. Wird euer Leben verbessern. Das heißt, Englisch holt auf, 2-3, immer noch Deutsch in Führung. 3-3 bei mir. We Don't Talk About Bruno ist einfach das Nonstop aus Hamilton für Encanto, wo alle Themen zusammenkommen. Ja. Dadurch, dass es immer noch so harmonisch klingt in der Deutschen. Zu dem Ende von, also wie gesagt, nachdem wir jetzt alle Songs bewertet haben, möchte ich noch mal eine kleine Sache zu We Don't Talk About Bruno sagen. Ganz zum Schluss dann, also bleib dran, auch wenn das Video schon eine Dreiviertelstunde geht, oh mein Gott! Die deutsche Version, so ein Zeugnis dafür, wie gut diese Übersetzung ist. Yes. Encanto, ein Bühnenmusical, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es geschrieben ist, um ein Bühnenmusical irgendwann zu werden. Allein diese Set-Pieces, das alles an einem Set spielt. Manche Szenen sind einfach gestaged schon wie ein Musical. Ich werde das Musical, wenn Encanto irgendwann zu einem Musical wird, was passieren wird, ich werde es mir jeden Tag angucken. Gerade We Don't Talk About Bruno, du guckst es an und denkst, legit könntest du das 1:1 so easy, gerade die Choreo von We Don't Talk About Bruno, so geil, das ist so für die Bühne gemacht einfach. Legit könntest du das 1:1 so auf der Bühne machen. Das Haus, wie es mit den Fensterläden, Fensterbrettern winkt und so. Wäre es ein Bühnenstück, jetzt schon wäre das Aktfinale. Okay, 3:2 immer noch für Deutsch. 3:3. Mal schauen, ob sich das ändert mit What Else Can I Do? Was kann ich noch tun? Oh, ich liebe den Song. Erster Punkt geht an die deutsche Version für komm mal her, weil es einfach so viel lustiger ist als dieses Bring It In, Bring It In. Hier wieder eine Reimstruktur, die man nicht so schön. Da bin ich, to be honest, komplett anderer Meinung. Ich finde das Bring it in, bring it in. Bring it in, bring it in. Finde ich cooler. Ah, halt, falscher Song. Ich finde das Bring it in, bring it in geiler. Und auch diese. Und dieses Free Hugs auch gleich. Ich finde das lustiger als das Deutsche, muss ich ehrlich sagen. Aber so scheiden sich die Geister. Übersetzen konnte. Flor de Mayo, by the Mayo.
Es klingt so schön im Englischen und im Deutschen. Generell, ich muss ganz kurz fanboyen für diesen ganzen Part an Anfang. Können wir uns bitte den Anfang der ersten Strophe einmal an und ich sterbe einfach kurz. I grow Rosen, rows of roses, flor de mayo, by the mayo. I make perfect practiced poses, so much hides behind my smile. I grow rose and rows of roses, flor de mayo, by the mayo. Dann reimt sich Rose und Roses wieder auf Poses und dann kommt Mayo mit Mile und Smile. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so etwas schön Gereimtes gehört wie das. Und auch wenn es im Deutschen nicht ganz so geil ist, die haben das echt verdammt gut umgesetzt. Muss man ganz ehrlich sagen. Die haben es verdammt gut umgesetzt. Rosen auf Rosen und dann wieder Kostüm auf Blühen. Es ist natürlich nicht so geil wie im Englischen, aber sie haben es trotzdem verdammt gut gemacht. Aber an der Stelle, ich sterbe jedes Mal, wenn ich dieses Rose of Roses by the Mile smile. Es ist so geil. Fuck. Das ist halt rosa Rosen, lass ich also trotzdem super gut gemacht. Im Deutschen oft mehr wie ein klassischer Song, wo so ein paar dieser Lin-Manuel-typischen Reimstrukturen verloren gehen. Ich glaube aber auch einfach, weil man sich in der deutschen Version dagegen entschieden hat, diese ganzen spanischen Bezeichnungen für Blumenarten zu haben. Wobei ich das gar nicht so viel finde. Wir haben Flor de Mayo, wir haben nachher Abuja, wir haben nachher Jacarandas. So schwer fand ich das nicht, aber gut. Da müssen wir jetzt auch wieder vergleichen. Ey, yo, das ist ein Film für Kinder. Checken die das, wenn dann so viele spanische Blumennamen kommen oder nicht? Aber ich finde, es ist schon echt geil, das so gut in einem Song zu benutzen, wie es Lin-Manuel Miranda gemacht hat. Man hat die ab und an, Miramba. Wie zum Beispiel die Jacarandas. Ein Wirbelsturm aus Jacaranda. Und an irgendeiner Stelle nochmal. Ich kämpf nicht durch, ich kämpf nicht durch. Aber diese Blumennamen sind so viel häufiger in der englischen Fassung mit drin, wo man sich dann entschieden. Carnivores ist aber kein Blumennamen, das ist einfach, dass sie fleischfressende Pflanzen sind, oder? So Carnivore heißt doch, dass ich Fleisch esse. Aber das ist eine Pflanze an sich. Einfach nicht. Wahrscheinlich der Verständnis halber. Und ich bin okay damit, weil ich mir nicht sicher bin, wie vertraut man mit den spanischen Blumenbezeichnungen in der englischen Sprache ist. Ich bin's nicht. Also ich auch nicht, aber es klingt halt so schön. Und von daher bin ich ganz froh, dass es im Deutschen verständlich genug für mich ist. Macht das Sinn? Auch, dass man ein paar Blumenarten abgeändert hat, wie bei den Strangling Figs. Ja. Statt strangelnde Feigen hat man, glaube ich, Efeu und Wilder Wein gemacht. Was ich schöner finde, weil Feigen im Deutschen ja auch eine doppelte Bedeutung hat, nämlich auch feige sein. Und das ja eigentlich dem widerspricht, wofür der Song eigentlich steht. Und ich glaube, um da nicht zu verwirren, also singt sie gerade über Feige sein oder über die Feige, hat man sich einfach für den Efeu entschieden und das funktioniert perfekt. Efeu und Wildewein. Das ist fein. Ich möchte da ganz nochmal kurz zu einer anderen Sache an genau der gleichen Stelle kommen, was es nichts mit Wildem Wein und Strangling 4 zu tun hat. Aber die Zwischenrufe von Mirabel, oder? Moment, wir hören erstmal das Deutsche an. Ich meine, gerade den zweiten Zwischenruf. Das ist fein im Deutschen, war im Englischen dann einfach das Original. Moment. Und sie singt ja dieses This is fine, gerade als sie halt auch so vom Dings runterhängt, oder? Als sie so mit ihrem Bein an der Ranke hängt, oder? Und dieses This is fine erinnert mich da halt total an dieses This is fine-Meme mit dem Hund, der im brennenden Haus sitzt, oder?
Und klar, das Meme ist halt Englisch und dieses This is fine, das hat mich halt sofort daran erinnert. Und ich finde es cool, dass sie da dieses This is fine eingebaut haben. Und das ist halt eine 1-zu-1-Übersetzung im Deutschen, was okay ist. Aber ich finde, deshalb geht für mich auch nochmal ein bisschen ein Punkt ans Englische, weil ich halt sofort dieses Meme im Kopf habe, weil es auch zu ihrer Situation gerade passt, dass sie eben kopfüber an der Ranke hängt. Deshalb ist dieses This is fine mit dem Meme dann in meinem Kopf ultra funny. Deshalb ist das für mich nochmal ein Punkt fürs Englische. Das heißt, hier würde ich wieder sagen, ist die Übersetzung gleichwertig. Im Deutschen gibt es noch eine Sache, die ich so viel da besser finde als in der englischen Version. Das ist geil. Heißt wieder ein Punkt für Deutsch. Wurde zu so geil. Und das ist so cool, weil jeder kennt im Deutschen vielen Dank für die Blumen. Ja, das ist geil gemacht. Für die Blumen. Wie man da... Das ist sehr geil gemacht. Ich habe die Werbung vorher schon übersprungen, halt auf die Fresse. Ich stelle mir richtig vor, wie sie das übersetzt haben und so schreiben dann so, lass das machen und dann so, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr, sehr geil. Ich will genauso da sitzen. Weil ich sitze jetzt literally gerade genauso da und sage, das ist so cool. Von daher, 10 Punkte für Gryffindor. Dadurch, dass uns aber trotzdem die Blumen abhanden kommen, ich muss es, glaube ich, trotzdem als Minuspunkt gelten lassen, weil was verloren geht. Und sonst wäre es halt ein bisschen hypocritical, wenn ich das mit meiner Frozen-Übersetzung damals vergleiche. Es geht eine Menge verloren, weil man sich entschieden hat, okay, wir nehmen nicht die spanischen Sachen, obwohl das auch Fremdwörter im Englischen sind. Von daher würde ich trotzdem sagen, weil es im Deutschen viele Sachen gibt, die ich besser finde, ist es ein Gleichstand für mich. Da bin ich halt anderer Meinung. Ich feiere halt die englische Version. Gerade dieser Anfang, I grow rose and rows of roses und dieses This is fine ist für mich im Englischen so viel cooler. Deshalb gebe ich da jetzt den Punkt auch der englischen Version. Das ist so schön einfach. Damit steht es 4-3 für die deutsche Übersetzung. Bin so ein Sucker für den, für den Anfang von diesem Song. Was der letzte Song noch macht. Das seid ihr. Wir haben hier so ein Motiv, dass der Constellations im Englischen, das im Deutschen relativ... Perfect Constellation, Constellation Shift. Ja, das, wenn den Constellation ist ganz cool, im Deutschen Konstellation ist halt ein viel zu langes Wort, um es da irgendwie reinzupressen. ...tief übergangen wird. Wir haben ganz oft trotzdem Sterne mit drin. Wobei es sind auch 4 so. Aber die haben es gut umgangen, in Anführungszeichen. Doch Sterne scheinen nicht, sie brennen. Und Sternkonstellationen sind im Englischen nochmal ein Motiv, das oft rausgeschrieben wurde. Ich glaube auch, weil es im Deutschen einfach nicht so schön klingt und man gesagt hat, okay, wir verzichten auf Konstellation. Und Constellation. Ich kann tatsächlich damit leben, weil ich glaube, es ist nicht so schlimm. So viel mehr. Man hat gemacht aus Constellations Shifts. Und manches ändert sich. Was immer noch so dieselbe Bedeutung hat, aber man die Konstellation rausgekickt hat. Das hat man an einer anderen Stelle auch nochmal gemacht, bei Und alles wächst zusammen. I'm fine damit, aber wenn wir ehrlich sind, müsste ein halber Punkt trotzdem an die englische Version. Ich find's nicht schlimm. Dann gibt's die Stelle. Think it's time you learn. Das, ja. Also da bin ich auch ziemlich bei ihm, bei allem, was er jetzt sagen wird. More than just your gift. Die übersetzt wurde mit Die Gabe braucht ihr nicht. Ich verstehe den Ansatz, aber das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen, versteht ihr? Wenn man sagt, du bist die Gabe, aber auch noch mehr, oder man sagt so, die Gabe brauchst du gar nicht. Ich finde es sehr empowering im Deutschen, dass man sagt, fuck it. Und es zeigt sich ja auch im Film, dass sie sagen, hey, ich habe zwar nicht mehr meine Blumengabe, aber dann habe ich halt Dünger und ich setze meine Blumen richtig an. Ich kriege das immer noch hin mit mehr Arbeit, aber ich liebe es trotzdem irgendwie und meine Gabe brauche ich eigentlich nicht. Von daher, erst dachte ich, es ist ein Punkt für Englisch, aber eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ist es eher ein Punkt für da Deutsch. Da bin ich bei ihm. And I'm sorry, I held on. Auch ein Punkt für Deutsch ist... Da habe ich zuerst ein bisschen überlegt, warum er das so meint. Jetzt lassen wir ihn das mal reden. Also jetzt der Part mit Abuela. Die Stelle der Abuela, wo sie reinkommt und sagt, I'm sorry, I hold on. Dieser Autofokus in deiner Kamera, Mann. Der war an dem Tag nicht auf deiner Seite, Bruder. Too tight, die übersetzt trotzdem wurde nice Video. Mit... Ich war so streng, dass mehr Aufwand, als ich mir gerade mache. Tut mir leid. Und ich finde es wichtig, dass Abuela... noch eine Szene bekommt, wo sie sich entschuldigt. Denn das haben wir sonst nicht. Sie hat echt verkackt bei allen. Und diese große Entschuldigung, dass wir die nochmal mit drin haben, hilft mir, Abuela nicht komplett zu hassen. Dennis sagt immer, als sie auf dem Stein sitzt, am Fluss, wird er am liebsten so machen und sagen, tschüss, Abuela, du bist ja eine blöde Kuh. Aber dafür, dass sie sich jetzt nochmal entschuldigt, voll der Hater. Sich die Zeit zu nehmen im Song, finde ich gut. Und auch, dass sie sagt, ich war so streng, das tut mir leid, fasst das viel besser zusammen als
I Hold On Too Tight, weil Mirabella hat sie nicht an einer zu kurzen Leine gehalten, sie hat sie einfach schlichtweg ignoriert und gedowntalkt. What are you doing? Das finde ich, bestes Meme. Mit der Strenge What besser are you doing? I Hold On Too Tight, weil I Hold On Too Tight klingt für mich wie, oh, ich war zu mütterlich und wollte zu sehr auf dich aufpassen, but I don't get that feeling. Da verkaufst du dich besser, als du warst, Abuela. Du bist eigentlich echt ein strenges Miststück gewesen, die einfach sie komplett ignoriert hat, weil du so gefangen in deinem eigenen Scheiß warst. Und da also, ich habe das halt, also ich habe dann wirklich, bin dann auch reingegangen, habe die deutsche und englische Version sehr, sehr ähnlich verglichen, weil wenn wir jetzt mal im Englischen uns das anhören. Oh, we gonna talk. It's time you learn. You're more. Hört mal genau hin. Wobei, ich glaube, am besten ist, wenn wir das Video noch dazu sehen. Warte mal. Das ist, glaube ich, am allerbesten. Gibt's das auf YouTube? Ich hoffe. Ja, gut, irgendjemand, sonst gehen wir auf Disney Plus und gucken es uns an. And I'm sorry, I hold on too tight. Gibt's die auf YouTube? Nicht so wirklich. Dann gib mir bitte kurz eine Sekunde Zeit. Hört so lang, wie dann Talk About Bruno in der Dings-Version. Encanto da. And I'm fine. Don't talk about Bruno, no. Ich hab's by the way gleich. Ich bin schon bei der richtigen Stelle, Kinder. Moment. Ich hab's. Ja, dann können wir das auch gleich direkt tun. I held on too tight. I think it's time you learn. Und jetzt, man muss halt auch das Visuelle dazu haben, so. Sie guckt. Und dann geht sie halt direkt zu ihren beiden Töchtern. I'm sorry I hold on too tight because I was so afraid of to lose you too. Da kann man, ich habe jetzt auch gerade die Lyrics nicht genau im Kopf, ob sie dann sagt, I'm sorry I'd lose you too, also ich verliere euch beide, oder ich habe Angst, euch, also alle, lose you too, auch zu verlieren. Wir gucken mal kurz in die Lyrics rein. Die habe ich jetzt nämlich auf Routinekontrolle und Zahnreinigung. Ah, meine Zähne sind hübsch. Lass mich in Ruhe. Gucken wir mal. Also sie sagt quasi, sie hat Angst, dass sie alle anderen auch verlässt. Sie hat halt quasi Angst, dass sie sowohl die beiden, also ihre beiden anderen Töchter, sie hat, der Bruno war ja dann quasi weg, auch wenn er nicht wirklich weg war. Spoiler. und sie hat halt Angst, dass sie halt sowohl die beiden nicht verliert, als halt auch ihre ganzen Enkel. Und deshalb hat sie halt die Enkel so hart gepressured und hat auch so ein bisschen, also er hat schon recht, dass Abuela sagt, sie macht sich da besser, als sie war. Aber ich gette auf Englisch auch, was sie sagen möchte. Aber im Deutschen kommt es auf jeden Fall besser rüber. Viel zu. Ah nein, ich kann doch gar nichts. Ich bin doch scheiße. Ich bin doch kacke. What loud? Es geht nicht lauter. Ja, dann. Danke, Disney. Ja, ich wollte es auf Deutsch noch laufen lassen, wenn wir jetzt gerade schon hier im Film drin sind. And I'm sorry I held too. Und da halt wirklich so. Lass kurz hören, dann rede ich. Ich war so streng, das tut mir leid. Aus Angst, dass ich euch auch verliere. Das Wunder, das war nie allein eure Magie. Das Wunder, das seid ihr. Ja, ist so schön, wie Bruno da einfach reinkommt. Das ist so eine schöne Stelle. Anyways. Was ich eigentlich sagen wollte an der Stelle. Auf Englisch sagt sie ja quasi, I'm sorry, I hold on too tight. I'm sorry, I was afraid of losing you too.
Also quasi, sie hat Angst, dass sie alle anderen, die eben in dem Fall die Gaben haben, auch verliert, weil sie halt Hold On Too Tight darauf bezieht, auf die Leute, die eben die Gaben haben, und halt da Mirabelle komplett ausschließt. Und im Deutschen sagt sie halt wirklich, ich war zu streng, halt nicht nur zu Luisa oder zu Isabelle, die sie halt eben gepressured hat, die Stärkste und die Perfekteste zu sein. Da entschuldigt sie sich halt wirklich bei allen, inklusive Mirabelle, weil sie halt zu allen streng war, besonders zu Mirabelle. Und eben als ich da so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, dachte ich mir auch, yo, da macht Deutsch auf jeden Fall besser. Finde ich die deutsche Version so viel besser und hilft mehr, Frieden zu finden mit dem Charakter von Abuela. Eine Stelle, die mich im Deutschen aber richtig doll wieder stört, ist, dass nachdem Camilo Bruno richtig schön ausgesprochen hat, kommt Antonio und sagt... Jetzt reden wir über Bruno. Das ist Bruno. Bruno! Oh, das klingt so dumm. Weiß ich nicht, ob man keine Zeit mehr hatte, das Kind ein bisschen zu kicken, bis es diesen Namen richtig ausspricht. Ich stelle mir so vor, die waren so im Tonstudio und so, Bruno, besser aussprechen. So ein Kick auf dieses Kind. Andererseits kann man es auch verargumentieren, dass man sagt, so der Dialekt und die Aussprache nimmt von Generation zu Generation weiter ab, weil man sich immer mehr amerikanisiert. Funktioniert in dieser Welt aber auch nicht, weil das Encanto ja abgeschirmt ist zwischen den Bergen und es eigentlich keine Amerikanisierung gibt. Von daher macht es auch nicht so viel Sinn, finde ich, dass im Original die Abuela halt so einen krassen Dialekt hat und alle Generationen runter weniger Dialekt haben. Wie gesagt, es gefällt mir ein bisschen, dieser starke Dialekt von Abuela im Original. Ich mag das. Auch wie er sagt, es ergibt nicht wirklich viel Sinn, weil das Encanto abgeschnitten ist. Aber ich finde es ein schönes Detail und ich finde den Akzent auch einfach schön, glaube ich. Zu Mirabella, die eigentlich gar keinen mehr hat. Und Antonio dann auch noch vergisst, wie man Namen ausspricht. Bruno. Ja, but anyways, Bruno. Da muss ich leider immer wieder ein bisschen cringen im Deutschen, dass er Bruno so richtig nervig sagt. Dann haben wir eine Stelle, die meines Erachtens falsch verstanden wurde in der deutschen Übersetzung. Und zwar als Onkel Bruno sich bei Pepper entschuldigt und sagt Pepper, I'm sorry about your wedding, didn't mean to be upsetting. That wasn't a prophecy, I could just see you were sweating. Singt er ja im Deutschen. Pepper, es tut mir wirklich leid, ich war nicht schlimm bei der Hochzeit. Es war keine Vision, der war nur heiß in deinem Kleid. Es war keine Vision, die war nur heiß in deinem Kleid. Allein dieses Mispronouncing von Vision statt Vision hasse ich, wenn sowas so reingequetscht sich anhört und nicht natürlich. Hätte man wahrscheinlich nicht anders machen können. Haben sich wahrscheinlich die Übersetzer auch geärgert, dass es so sein musste. Aber dieses Sweaten, es hat mich einfach inhaltlich verwirrt, weil ich dachte so, hä, aber was war denn die Vision? Die Vision war ja, dass er gesagt hat, es wird regnen an deiner Hochzeit. Und es macht keinen Sinn, dass er sagt so, ich glaube, du schwitzt in deinem Kleid. Okay, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, macht es schon Sinn, dass er... Also ich bin da, also ich finde, er hält, also für meinen Geschmack hält es sich ein bisschen sehr an diese eine Übersetzung auf. Ich weiß es nicht. Sweaten meinen sie halt eigentlich damit, dass sie halt gestresst war und dass er ihr halt sagen wollte, yo, es regnet sowieso Scheiß drauf. Und es ist theoretisch schon ein Fehler, weil er ja nicht warm war, so, aber dann auch zu sagen, yo, es ist egal, dass du schwitzt, weil es nachher trotzdem regnen wird, dann juckt es nicht mehr. Es funktioniert, aber ich glaube, im Endeffekt ist die Stelle echt gar nicht so wichtig, um sich so lange daran aufzuhalten. Da fand ich die Betonung auf Vision schlimmer. Er sagt so, okay, es regnet, dann zieh dieses Kleid nicht an. Aber sweaten heißt ja eigentlich, du bist nervös. Und darum bist du die ganze Zeit so aufgebracht. Also ich finde die Stelle echt nicht so important. Dass wenn sie nervös ist und sich konzentriert, ihre Gabe immer weniger unter Kontrolle hat. So. Und dass er eigentlich im englischen Original sagt, as you were sweating, du warst halt mega nervös, also wollte ich dir sagen, so, es regnet eh, lass es. Dann sagt er danach auch noch, let it rain, let it snow, let it go. Let it in, let it out, let it rain, let it snow, let it go. That's what I'm always saying, bro. Das ist ja die Referenz, die auch im Abspann als Frozen's Let It Go gecredited wird. Und ja, sie ist ja praktisch wie Elsa, dieses Concealed on Fear, und sie erlaubt sich nicht einfach zu führen, und darum wollte er ihr eigentlich nur sagen, yo, es regnet, lass es einfach los. Und meines Erachtens wollt ihr nicht sagen, dein Kleid ist zu dick und du schwitzt da drin und darum wird es regnen. Ja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, funktioniert es inhaltlich auch, aber es hat mich immer gestört und ich musste zu lange... I don't know, mir ist die Stelle echt nicht so important. So. Und von daher... Da fand ich das mit der Boiler schon mehr wert, darüber nachzudenken. Oder ist es eher ein Punkt an die deutsche Version, dass man Sweaten eigentlich nicht so gut übersetzen kann? Sie es aber wortwörtlich übersetzt haben und es trotzdem noch Sinn macht. Eigentlich müsste der Punkt dann schon wieder in die deutsche Version gehen, right? Es ist so krass, was die Leute da geleistet haben, Mann. Das ist einfach... Also ich finde es echt cool, wie sehr er sich in diese Wetten, in diese Übersetzungswelt eindenken kann. Er hat das ja auch... Die ersten Sachen, die er ja auf YouTube gemacht hat, was ich damals auch gesehen habe, war ja diese High School Musical-Übersetzung, dass der zweiten Teil gibt. Ich weiß nicht, ob es den zweiten Teil noch irgendwo zum Runterladen gibt. Er hat mal ein Video dazu gemacht, aber halt diese High School Musical-Parodien, die er vor 10, 12 Jahren gemacht hat. Fuck, wir sind alt. Deshalb denkt er sich da halt so ran. Ich finde es cool, aber wie gesagt, gerade bei dieser Sweaten, heiß in deinem Kleid-Geschichte gerade, fand ich es ein bisschen hard overthinked. Aber geil, dass ich eine Person so sehr in dieses Thema reinfinden kann. Das feiere ich. Deshalb finde ich auch dieses Video und diesen Kanal so geil.
Ich Hauptberuf Wortjonglierer. What's that song? I think it's everyone in town. Das ist halt ein unreiner Reim, Sound of Town, aber es funktioniert trotzdem kind of. Und jetzt gucken wir uns die deutsche Version im Film an, weil da muss man auch das Bild zu haben, Leute. Da ist es die geilste Scheiße einfach. Bruder, wie gut war das bitte? Warte. Disney Plus. Beweg dich. Das Video ist eh schon viel zu lange. Please. Da ist der Mann mit dem dicken Bauch. Es ist so funny. Weil er halt wirklich da ist. Also das war gerade der eine. Es ist so lustig. Da ist der Mann mit dem dicken Bauch. It's everyone in town. Und da ist... Okay, irgendwie, ich kann nicht mehr... Ich kann nicht mehr Stopp drücken. Okay, dann lass es uns einfach schließen. Aber ja, so lustig. Hört ihr das auch? Da ist der Mann mit dem dicken Bauch. Und das ist so süß, weil ja, das sagt, es ist das so gut gemacht. Also da geht bei mir wirklich ein großer Punkt rüber zum Deutschen. Das war so lustig. Und zurück einen dann an den Joke, weil der bleibt halt auch hängen. Es funktioniert halt. Du weißt halt, ja, ah, der Typ absolut. Mit dem dicken Bauch, das ist doch der, der vorhin... Weil es halt auch, weil er sich halt im Song davor, in den zwei Songs davor bei We Don't Talk About Bruno, darüber beschwert hat. Deshalb ultra geil gemacht. Feierbär, absolut Feierbär. Nun seht, was ich bin! Es ist was ganz anderes, was im Original gesungen wird, aber du merkst es nicht, weil es halt so gut funktioniert und darum Punkt ans Deutsche, absolut, weil man hätte absolut. Auch einfach drauf scheißen können, wenn man sagt, es ist ein unreiner Reim, es ist halt auch halb gesprochen, es ist halt nicht mal richtig gesungen. Und sich dabei die Mühe zu machen und zu sagen, okay, finden wir trotzdem was mit dem mega Punkt geil. Sinn ergibt. Mega geil. Und was sich reimt und das zu finden und einen extra Joke mit reinbringt, der im Original gar nicht mehr da ist, sondern ich erinnere mich wieder so, ah, funny, stimmt, das war am Anfang. Hat mir wieder irgendwie ein Lächeln auf Gesicht gezaubert, von daher Punkt an Deutsch. Und auch allein, wie sie diese ganze Reimstruktur. Ja. Just have so much love inside. You know, I've got this cousin too. Have you met Dolores? Okay, I'll take it from here. Goodbye. Nicht ganz eins zu eins übernehmen konnten, aber was Ähnliches nachgebaut haben. Lass es uns mal kurz anhören. Unsteckt, du bist Diamond Head. Ich hab doch so viel Liebe. Das ist echt gut gemacht. Hey Marianne, warum so eine Miene? Ich hab doch so viel Liebe in mir. Weißt du, ich hab da eine tolle Cousine. Kennst du schon Dolores? Ich übernehme mal kurz und tschüss. Und nicht gesagt haben, okay, dann lassen wir sie halt einfach sprechen und scheiße. Und irgendwas machen. Und das war 100% bei Tommy Amper passiert. Denn so ist es ja basically bei Vajana. Er ist so ein Hater. Sagt, aber er hat recht. Melodie gesprochen werden, die sich trotzdem reimen, dass es einfach auf alle Reime gefickt wurde. Einfach gesagt wurde so, hier, wir übersetzen das einfach mit Google Translate und lassen das einfach reden, ohne dass sich irgendein Scheiß reimt. Sie hebt sich von allen ab. Macht die Familie sehr stolz. Und ich habe Vajana nur einmal gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es auf Englisch oder auf Deutsch war. Ich meine aber auf Englisch, weil ich habe den Film auch sehr gut in Erinnerung. Also ich glaube, es war Englisch. Hier, das doch, in den doch, es war Englisch. Sprechpart, sich Reimstrukturen ja, überlegt sehr, haben, geguckt haben, was können wir. Also gerade diese also der Sprechpart ist gerade mit Dolores und Mariano und Mirabel, war jetzt nicht geiler als im Original, aber war gleichwertig gut. Und die Sache mit Antonio fand ich deutlich besser. Was können wir vielleicht umstellen, dass es immer noch sich reimt und musikalisch klingt? Diese Liebe für die Musik in dem Film. Ja. Ey. Dann yes. Die letzte Szene. Wir sehen jetzt, wie mutig du warst zu übersetzen mit. Der Moment, wo ich immer Pipi in den Augen kriege im Kino. Denn yes. Einmal ist es im Englischen, hat den Film nicht im Kino das. Gesehen? Ja, müsst ihr noch machen. Jetzt an, du bist mutig. Aber dieses, wie mutig kann man sein, ist eher so ein Kopfschüttelndes zu sich selbst sagen. Krass, sie wie mutig und das bist ist so du. Viel mehr heilige wert, Scheiße, als wie mutig bist du. Weil du das Gefühl hast, ja. Sie realisieren das ja. Für sich selber. Und das bedeutet Mirabel so viel. Und dadurch ist die Szene so viel stärker als im Original. Dann haben wir... I see... me... All of me.
durch die Reputation und so, dieses, okay, wir merken, sie ist am Ende ihrer Reise angekommen, so, sie sieht sich jetzt, und zwar alles, ihre Gänze. Wir sind mehr als nur dieses eine, wurde übersetzt im Deutschen mit Ich sehe mich. Das bin ich. Und man denkt erstmal, haben sie ja jetzt versaut. Sie sagt ja nicht, ich sehe alles von mir. Das bin ich. Und je mehr du drüber nachdenkst, merkst du, das ist die größte Akzeptanz, die du dir selbst bekunden kannst, wenn du dich anschaust. Das bin ich. Fasst genau dieses All of Me mit ein und hat trotzdem genau denselben akzeptierenden Unterton. Mann, alles, was dieser Mensch gerade sagt, yes! David, ich wünschte dir, der spannungshalber könnte ich jetzt den einen Punkt der englischen Version geben und sagen, es ist ein Unentschieden und beides ist gleich gut. Aber ich muss einfach den Punkt der deutschen Version geben. Und damit haben wir... Ja, und da bin ich genauso bei ihm. Ich gebe den Punkt auch der deutschen Version und bei Missy findet aber wirklich beim Gleichstand auch so, weil ich ja... mein Hurricane aus Hakaran das deutlich geil im Englischen fand, doch kommt bei mir der Gleichstand so. Ansonsten war ich ja sehr ähnlich mit ihm. Also bei All of Me dachte ich zuerst auch immer so, der Englisch ist dann doch ein bisschen geiler. Dann hat sich mir wirklich seine Punkte, auch wieder geiler Frame, by the way, als ich mir dann seine Punkte nochmal so ein bisschen durch den Kopf hab gehen lassen, die Version nochmal direkt verglichen habe, yes, die Version ist dann doch die bessere. Und ich finde, dieser Gleichstand und dieser Fast-Gleichstand bei ihm zeugt einfach, oder dass Deutsch sogar besser ist, dass da sowohl originalmäßig von Lin-Manuel Miranda als auch von der deutschen Übersetzung und halt nicht nur die deutsche Übersetzung, ich habe auch ein paar Songs in anderen Sprachen gehört, dieser Film ist musikalisch einfach nur ein unglaubliches Meisterwerk und ich glaube, das ist verdammt schön und toll und ich bin einfach happy, dass das so schön geworden ist. 3-5 für die deutsche Version. Und ist das Alter, der Punkt der deutschen Version? Alter, wieder gerade ganz kurz einfach die Partikel so, die komplette Bitrate des Videos zerstört haben. Es ist so funny. Und damit haben wir ein 3-5 für die deutsche Version. Und ist das nicht krass? Ist das nicht krass? We come a long way. Guckt euch Frozen an, guckt euch Vaiana an, die deutsche Version. Und du willst einfach mit dem Kopf gegen die Wand rennen und dann guckt euch Encanto an, ohne zu lügen. Das sind wirklich gerade nur Beispiele gewesen. Alle anderen Sachen, die ich nicht erwähnt habe, sind einfach effortless, dass du sie anhörst. Ungefähr gleich. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen nochmal speziell rausgehoben, wie der Anfang von What Else Can I Do und das mit diesem This Is Fine. Aber er hat sich schon die wichtigsten Sachen rausgepickt, die man wirklich am besten vergleichen kann. So. Also absolut top-notch geiles Video. Meine Waschmaschine ist fertig. Denkst du, ja, es ist genau dasselbe. Ich muss sagen, Encanto hat die beste deutsche Übersetzung eines Disney-Films ever, in all time. Ich glaube, das kann man so wirklich sagen, ja. Und ich habe jetzt die älteren Disney-Filme wie Aladdin, Herkules und Lion King nicht so verglichen, aber ich habe da meistens schon eher dann auch die englischen Versionen im Kopf, obwohl ich die Filme als Kind ja 1000-mal auf Deutsch gesehen habe. Von daher ist meine Empfehlung, guckt euch, wenn ihr die Wahl habt, die deutsche Version an. Wenn ihr Spaß dran habt und jetzt bei Disney Plus, der eh online kommt, könnt ihr auch auf Englisch umschalten, um einfach mal zu... Oder andere geile Sprachen, Niederländisch, Dänisch, top-notch. ...vergleichen, aber appreciated diese deutsche Version, dass sich so eine Mühe gemacht wurde, dass drei Leute dahingesetzt haben mit Ahnung, die absolut abgeliefert haben für diese deutsche Version. Und ich möchte nochmal betonen, ich kenne niemanden von denen, auch wenn ich ein paar Leute aus der Synchronszene kenne. Ich kenne keinen von denen persönlich. Das ist nichts, was ich mache, weil ich den jetzt mag und Tommy Ampere persönlich nicht mag. Ich kenne keinen. Ich kenne auch Tommy Ampere nicht. Ich beurteile hier legit nur die Arbeit und belege die ja auch. Es ist ja nicht, dass ich mir das aus den Fingern sauge, sondern ihr habt ja zu jedem Punkt hier eine Erklärung und einen Beleg. Warum deshalb Top-Notch-Video, Top-Notch-Kanal abonnieren. Das ist das Ergebnis. Mich würde interessieren, wie ihr das Ganze seht. Schreibt von daher in die Kommentare, ob ihr die englische oder die deutsche Version besser findet, wie ihr eure Punkte verteilt hättet und gerne auch eure allerlieblingste Lieblingszeile aus den Songs von Encanto. Falls ihr den Content mögt... Ja, einfach Camilo und We Don't Talk About Bruno. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Ja, weißt du, was ich damals geschrieben habe? Ich glaube, ich habe geschrieben, yo, ich habe zuerst nur die Deutsche gesehen, Songs sind der Wahnsinn und ja, Conan ist super, da fanboy ich auch nochmal so ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall, bei mir ist 4-4. Ich wollte jetzt hier zuerst noch meine Songs ranken, oder? Von Encanto. Also auf jeden Fall, Bruno ist ganz oben. Dann kommt What Else Can I Do oder Was Kann Ich Noch Tun.
Dann bin ich, dann würde ich schon eigentlich warten, dass ein Wunder kommt, sagen und dann eigentlich das seid ihr. Und wie gesagt, ich fand halt Druck echt nicht so geil. Also ich habe jetzt wirklich die Songs nochmal viel und oft gehört, gerade auch in diesem Video, weil ich einfach Fan von der Musik bin so. Und Druck ist nice, aber die anderen Songs sind halt generell, wenn halt auch alle zusammen singen und so, finde ich halt so viel cooler als das. Trotzdem Druck, nice, nice gemacht. So. Bevor wir das Video beenden, ich habe dann noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe ja jetzt ja schon gerade gesagt, dass mein absoluter Lieblingssong einfach We Don't Talk About Bruno war und halt die Versionen trotzdem beide sehr geil sind. Und ich habe dann gestern, glaub bestimmt gestern Abend wieder 2 Stunden lang einfach irgendwie Encanto-Content angeschaut und 90% davon waren We Don't Talk About Bruno. Dann habe ich kurz bevor ich aufgehört habe, habe ich die deutsche und englische Version mal zeitgleich laufen lassen und habe mir das angehört und es ist echt geil. Und ich habe das halt auch selber zusammengeschnitten und will das jetzt gerne einmal mit euch zusammen hören. Noch ein paar Sachen zu dem Song sagen, die vielleicht ihr noch nicht gehört habt. Und ich kann auch das, also links ist Englisch, rechts ist Deutsch. Ich werde die Version auch mal auf meinen Google Drive hochladen, den Link freigeben und euch den Link in die Beschreibung packen, falls ihr das auch anhören, runterladen, whatever wollt. Es ist echt geil, das beides mal zusammen zu hören. Gönnen wir uns. Versucht doch mal immer so ein bisschen hin und her zu hören zwischen der englischen und deutschen Version. Wenn ihr aktiv versucht, eine bestimmte Sache, die gerade gesungen wird, zu hören, dann hört ihr auch diese Sache am stärksten, auch wenn sie im Mix eigentlich schwächer ist. Ich liebe diesen Song. War keine Wolken in Sicht. Da, diese Übersetzung mit Mischievous und grinst in sich rein. Ich werde ein paar Mal Pause drücken, by the way. Das ist ja immer noch eine Reaction, ne? Aber da geht die Umbrella. Unser großer Tag, doch bitte sei. We don't talk about Bruno. No, 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 no. Da merkt man jetzt, dass der Flow von der deutschen und englischen Version bei Dolores sehr unterschiedlich ist, weil die Lyrics nicht sauber aufeinander liegen. Aber ist ja okay. Und da finde ich auch die englische Float geiler. Da ist die englische Version halt auch geiler, weil die halt bei der englischen Version mehr auf den Synkopen oder auf den Nachschlägen, dass Camilo sein Text mehr auf die Synkopen betont als im Deutschen. Hört da mal genau hin. Er betont es viel öfter auf den Nachschlag im Englischen als im Deutschen. Hört mal genau hin. Und jetzt hör wieder auf Dolores im Hintergrund. Und jetzt Dolores reprised, die Stimme ist einfach so schön. Ich will jetzt von dir nichts mehr hören. Ich geh hin, hör
genau wie der Bruno. Ich will alles wissen über Bruno. Sag mir die Wahrheit über Bruno. Ganz kurz bevor der Breakdown kommt, dieses Isabella, your boyfriend's here, im Englischen lacht er da ja am Ende nochmal kurz. Oder man sieht's ganz gut im Video. Und im Deutschen lacht er aber nicht. Also im Deutschen sagt er nur, Isabella, dein Freund ist hier, aber hat nicht dieses Hahaha. Möchte ich ganz kurz zeigen. Nachhaltigkeit ist mir sehr... Nö, ich werde jetzt sicher keine 12 Sekunden Amazon-Werbung angucken. Jetzt, Milkana Pool. Eine Milkana-Werbung ist okay. Ich bin gerade schon so ein bisschen fies, dass ich den Höhepunkt von dem Song gerade so wegziehe, oder? Aber ich muss einfach kurz über dieses kleine Detail noch reden. Ich liebe diesen Song viel zu sehr einfach. Guck genau auf Camilo. In den meisten anderen Versionen lacht er eben auch, nur eben im Deutschen nicht, oder? Kein Lachen. Das ist mir noch aufgefallen. So, Leute, und jetzt gönnen wir uns den großen Breakdown. Wie gesagt, ich lasse es einfach mal durchlaufen. Ich würde eine Sache dann nur kurz sagen. Und wie gesagt, versucht mal hin und wieder auf die deutsche, auf die englische Version zu hören, so ein bisschen zu switchen. Hört auch mal auf Dolores, hört auch mal auf Isabella. Die Lyrics sind ja on screen. Wechselt das so ein bisschen durch. Es ist so geil gemacht. Bruno, sag mir die Wahrheit. Und jetzt gleich, wenn der zweite Part von Camilo anfängt, hört mal, er geht mit seiner Stimme nach oben, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Hört jetzt mal gleich genau auf Camilo. Song ist fucking Perfection. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Song. Hey, Fehler, Dinger. Ich liebe diesen Song einfach mit jeder Ader meines Körpers. Es ist so ein geiler Song. Und das wird, also wir kennen ja Spotify Rap. Der Song wird 1000%ig mein meistgehörter Song dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob er Dynamite mit 400 Plays überholen wird. Ich glaube aber schon. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Es ging jetzt ja auch nur 90 Minuten. Ich habe vielleicht gedacht, yo, es wird so 50 gehen. Aber nee, ich übertreibe natürlich immer. Ja, auf jeden Fall danke an den guten Mick hier, der mit dem Video wirklich einen verdammt geilen Job gemacht hat. Generell sein ganzer Kanal unglaublich cool. Lasst bitte ein Abo da und unterstützt ihn auch gerne auf Patreon, weil sein Content einfach der absolute Oberhammer ist. Es ist einfach toll. Ja, gönnt euch auf jeden Fall. Apropos Patreon, vielen Dank. Ich habe hier alles vorbereitet an meine Kofi-Supporter. Falls ihr auch Bock habt, normalerweise ist mein Content ein bisschen anders, eher furry oder Podcast-related. Falls ihr Bock habt, mich zu unterstützen, ist ein Kofi-Link unten in der Beschreibung. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Ihr seid toll und ich habe euch ganz so lieb. Gebt, wenn ihr gibt Bärski, Bilder auf Kofi selber, gebt Postkarten, gebt Sticker. Würde mich freuen. Guckt einfach mal in die Beschreibung. Yo! Damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Am Mittwoch gibt es zu 90%iger Wahrscheinlichkeit einen wunderschönen Podcast. Ich sage aber noch nicht genau was, weil es sehr, sehr cool wird und ich nicht spoilern will. Es wird aber auf jeden Fall nice. Mehr habe ich nicht zu sagen, außer guckt Encanto mehrmals auf mehreren Sprachen. Sehr geil. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch das Originalvideo an. Und ja, ich hoffe,
ihr habt noch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag und wir hören oder vielleicht auch sehen uns dann am Mittwoch. Ja, was gibt's denn da noch zu sagen außer Tschüssili!